Datenschutz im Internet, geht das denn? Wir haben 5 Tipps, wie ihr eure Daten vor Spionagesystemen wie der NSA und Prism besser schützen könnt. Auf Platz Nummer 5, Mails verschlüsseln. E-Mails verschicken ist in der Welt der Kommunikation selbstverständlich und gehört auch zum Alltag. Wenn ihr mit einfachen E-Mail-Anbietern wie Google, also Gmail oder Yahoo, E-Mails verschickt, sind die meistens unverschlüsselt und werden über Datenpakete im Internet versendet, die auch abgefangen werden könnten. Mit dem sogenannten asymmetrischen Schlüsselsystem wird ein öffentlicher Schlüssel und ein dazu passender privater Schlüssel erzeugt. Nur mit dem ersten Schlüssel könnt ihr eure Mails verschlüsseln und mit dem zweiten, dem privaten, eure Inhalte wieder entschlüsseln. Der öffentliche Schlüssel kann von anderen benutzt werden, um euch eine Mail zu schicken. Den privaten, den nur ihr kennt und mit einer langen Passphrase schützen solltet, benutzt ihr dann, um die Mail für euch lesbar zu machen. Zudem solltet ihr bei der Nutzung eines Mail-Clients auch die Verbindung zum E-Mail-Provider hin und wieder zu euch zurück verschlüsseln. Zu empfehlen ist beispielsweise der Mozilla-Client mit Thunderbird und dem Enigmail Add-on, die ein sehr einfach zu handhabendes Verschlüsselungssystem haben. Platz 4, alternative Suchmaschinen. Seitdem bekannt ist, dass die Regierungen der USA und Großbritannien Millionen von Menschen überwachen, steigt das Interesse an alternativen Suchmaschinen. Es gibt aber auch Suchmaschinen, bei denen weder die IP-Adresse noch Suchverläufe gespeichert werden. Eine gute Alternative ist zum Beispiel startpage.com, die Suchresultate von Google liefert und gleichzeitig die Wahrung der Privatsphäre sicherstellt. Tipp Nummer 3, Datentausch und Sicherung. Die Cloud ist extrem praktisch, wenn es darum geht, Daten mit anderen Personen und Geräten zu tauschen. Aber wirklich sicher ist sie nicht. Mit der Freeware 7-Zip könnt ihr Dateien in ein verschlüsseltes ZIP-Archiv packen. Oder wer Dropbox regelmäßig nutzt, kann mit dem Gratis-Tool Boxcryptor den Austausch verschlüsseln. Eine eigentlich einfache, aber etwas kostenaufwendigere Möglichkeit ist es, sich einen zweiten Rechner anzuschaffen, der immer offline bleibt. Auf Platz 2, raus aus Social Media. Wer seine Privatsphäre wirklich zu 100% schützen möchte, sollte sich von allen Social-Media-Plattformen trennen. Auf Platz Nummer 1, 3 Tipps für anonymes Surfen. Im Internet fließen Daten üblicherweise immer in beide Richtungen und als Absender hinterlässt man Spuren. Es gibt aber auch einige Methoden, mit denen man seine Aktivitäten verschleiern kann. The Amnesic Incognito Live System, kurz TAILS, ist ein System, mit dem ihr euch anonym im Internet bewegen könnt. Dazu brennt ihr TAILS entweder auf eine DVD oder ladet es auf einem USB-Stick, bootet es und surft über das Tor-Netzwerk anonym im Netz. Eine weitere Methode sind Proxys, die für euch stellvertretend Anfragen an Webseiten schicken. Es gibt einige kostenfreie Proxy-Dienste, doch ob man diesen vertrauen kann, ist fragwürdig. Andere Anbieter verlangen dafür Geld und stellen euch dafür einen lokalen Proxy bereit. Aber dabei darf man nicht vergessen, dass die Proxys nur den Datenaustausch von Browsern und Programmen anonymisieren, in denen die Proxy-Adresse eingetragen ist. Besonders Java und Flash können sich am Proxy vorbeimogeln. Noch eine Option: Mit dem virtuellen privaten Netzwerk, kurz genannt auch VPN, trotzt ihr der NSA und Prism mit einem verschlüsselten Datenaustausch. Die Gegenstellen müssen sich beim Verbindungsaufbau gegenseitig bestätigen und schaffen einen Tunnel, in dem die Datenpakete hin und her geschickt werden, ohne dass ein anderer darauf zugreifen kann. Besonders praktisch sind VPNs, wenn ihr über fremde Netzwerke, beispielsweise WLAN bei Starbucks, sicher auf eure Daten zugreifen wollt.